Ein herzliches Grüß Gott und willkommen hier in Fischbachau in unserem Erholungsort. Mein Name ist Josef Lechner, ich bin der Bürgermeister dieser wunderschönen Gemeinde. Wir sind hier im oberen Leitzachtal, einem der schönsten Flecken im gesamten bayerischen Voralpengebiet. Die Welt hier bei uns ist noch in Ordnung, die Luft ist sauber, das Wasser ist rein, die Wiesen sind saftig und dank unserer sehr aktiven Landwirte finden wir hier eine toll gepflegte Landschaft vor. Die Menschen hier sind liebenswert und lebenslustig. Wir sind tief verwurzelt in unserer bayerischen Tradition und leben unser ursprüngliches Brauchtum im Jahreskreis. So hat jede Jahreszeit hier bei uns ihre ganz besonderen Reize. Schau mal da hinten, da die Hühner, die sind umeinander rufen. Mei, die ist hier. Hast du da den Fisch gesehen? Nein. Mei, du Georg, weißt du überhaupt, dass die Wallfahrtskapelle in Birkastor schon 300 Jahre alt ist? Nein, wirklich, so alt? Ja, du weißt doch, da gehen wir Trachter jedes Jahr Christi Himmelfahrt auf, vom Festgottesdienst. Stimmt, da ist durch die Prozession von Fischbachau nach Birkastor Tausende von Trachtern aus der ganzen Region. Ah ja, genau, stimmt. Und gewinnet euch die Flucht in des Leibes Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Was macht's denn hier da? Ich glaub, der Bauer hat uns. Nein! Fischen! Eins wäre die höchste Tür, als die Uhr ausgeschlagen. Halt! Daher! Halt! Sicher nicht! Ich glaub, das ist doch nicht da!
Ach, so ein Mist! Ach, so ein Esel! Gerade wo ich einen Fisch gehabt hätte! Sei froh, wenn wir zu Ohren so groß wie ein Suppendiener, dann würde es nicht gerade besser ausschauen. Du, Heini, kannst du dich noch an unseren Blattlauf dritten Fischbauer Kurpack erinnern? Du bist gut. Ich habe so einen Hunger und du kommst mit dem Kurpack daher. Vielleicht auch noch mit Schniedelfest? Entschuldigung, Heini, aber das ist mir jetzt gerade um meinen Sinn gekommen. Und im Übrigen ist die Fischbauer Schniedelfest wirklich eine schöne Geschichte. So, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Einheimische, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Knödelfest hier in Fischbachau im Kurpark begrüßen. Ja, Wahnsinn, das ist das. Schau mal da hin. Sauber, sag ich. Mountainbiken, das möchte ich jetzt auch gern. Ja, aber weißt du was? Nein, aber ich bin sicher, du wirst mir gleich voran. Ich sag nur 12 Stunden Mountainbike-WM. Wow, das war lässig. Ja, schön war's. Die ganze Mountainbike-Elite in Fischbachau. Du Heini, schau mal da vorne. Hast du die Sauberne Rose gesehen? Was meinst du jetzt? Rose oder Reiterin? Natürlich, ist Rose. Du Georg, weißt du überhaupt, dass andere Rose auch beim Pferdeschlittenrennen mitgemacht haben? Ja, da hast du mir auch erzählt. Das war ein Gaudi. Thank you.
Hast du das gehört? Was und ich? Vielleicht der Treibjagd. Und warum schießen die alle gleichzeitig? Das ist allerdings eine gute Frage. Vielleicht ist es eine Übung. Ja, natürlich. Das war doch in Paternazarell einfach genauso. Ja, genau. Das war doch da, wo die ganzen Gebirgsschützen ausgerückt sind. Du Georg, schau mal da hinten, siehst du die Reiter? Die reiten eine Leonhardi-Fahrt, den Hund haben auch noch mit. Ich glaube fast, dass die Leonhardi-Fahrt eine von den bekanntesten Leonhardi-Fahrten im Oberland ist. Ja, zumindest für uns Fischbachauer. Stimmt. Schau, jetzt haben wir schön während des Mühl. Unser Fahrt auf der Leiter ist schnell vergangen. Stimmt, Georg. Stell dir vor, jetzt haben wir noch die ganze Moorfischbahn aufgefahren. Du, Georg, ich finde, wir müssen einen schönen Dorf leben. Ja, ich darf auch nie wegziehen wollen. Ja, Alter. Eine Runde mit dem Boot fahren, eine zünftige Brotzeit und danach eine halbe Stunde rasten. Was braucht man mehr? Ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein. Machen Sie sich selbst ein Bild von der Einzigartigkeit unserer Gemeinde. Kommen Sie und genießen Sie. Ich freue mich auf Sie.